In diesem Video erfährst du, wie man glücklicher werden kann. Es braucht eigentlich nur eine Sache. Ich schlage dir drei gleich vor. Und du erfährst, warum ich ein ganzes Riesenrad für mich alleine habe. Wow! Hi, ich bin René Träder. Salut, könnte ich an dieser Stelle auch sagen, denn ich bin gerade in Frankreich an der Côte d'Azur, also an der französischen Riviera, wie ich jetzt gelernt habe, ist einfach ein Synonym dafür. Und hier ist Antibes. Das ist ein sehr schöner Ort in der Nähe von Nizza. Ganz genau bin ich gerade auf dem sogenannten Schmugglerpfad. Das ist ein toller Wanderweg, dauert ungefähr 2 Stunden, direkt am Kap entlang, direkt am Meer entlang. Chemin des Contrebandiers heißt das auf Französisch. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Ist in wenigen Reiseführern so richtig gut beschrieben. Sucht es euch mal raus. Ist eigentlich ganz easy, den Weg zu finden. Und dann plant ungefähr 2 Stunden Zeit ein. Wenn ihr YouTube-Videos zwischendurch dreht, auch mal ein bisschen länger. Man kann ja also ruhig einen ganzen Tag verbringen, wenn man will, zwischendurch was Schönes essen, ein Baguette oder so. Naja, heute kommt natürlich auch ein französischer Spruch, ich werde ihn aber gleich mal auf Deutsch dann sagen. Und dieses französische Sprichwort von heute lautet, wenn man nichts hat, was man liebt, dann muss man lieben, was man hat. Hä? Wenn man nichts hat, was man liebt, muss man lieben, was man hat? Macht das überhaupt Sinn? Also auf den ersten Blick könnte man ja sagen, das ist doch Quatsch. Also ich habe ja nichts, was ich liebe. Wie soll ich dann lieben, was ich habe? Das ist doch unlogisch. Aber auf dem zweiten Blick macht es dann doch Sinn, finde ich. Weil man einfach mal genauer hingucken muss. Wir leben ja in einer Welt, in einer Kultur, in einem Wirtschaftssystem, in dem es häufig um den Mangel geht. Also wir sollen etwas kaufen, wir sollen etwas besitzen, wir sollen etwas begehren. Erst dann sind wir vollständig. Also das neue Auto oder der neue Partner, an den man sich ja eigentlich auch in 10 Minuten verlieben kann, wie so mancher Single. Alle diese Dinge brauchen wir doch vielleicht, um endlich glücklich sein zu können, um endlich ein schönes Leben haben zu können. Da gibt es doch noch so viel, weil wir doch oft einen Mangel haben, scheinbar aber. Und daraus gibt es aber einen Ausweg aus diesem Gedankenkarussell. 3 Dinge könnten es sein, die uns helfen, glücklicher zu werden und vor allem auch das Glück zu sehen und anzufangen, die Dinge zu lieben, die um uns herum sind. Das eine ist die Dankbarkeit. Also ich bin zum Beispiel gerade mega dankbar, hier einfach auf diesem Stein zu sitzen und in der Sonne zu sein. Ich könnte so innerlich richtig platzen vor Glück. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, diese Natur zu sehen, die Natur zu hören, die Sonne zu spüren. Es ist gerade Winter und es sind über 10 Grad hier. Es ist einfach umwerfend. Dann das Zweite, was uns hilft, mehr Glück zu empfinden, ist die Genügsamkeit. Also mit weniger zufrieden zu sein. Das bedeutet eben auch, weniger zu wollen, weniger zu begehren und einfach zu sagen, mir reichen ein paar wenige Dinge, um glücklich zu sein. Und wenn ab und zu mal was on top drauf kommt, ist es schön. Aber das Grundsätzliche reicht aus. Und Genügsamkeit heißt vor allem auch, mit sich allein glücklich sein zu können. Ja, und das Dritte ist Achtsamkeit. Achtsamkeit hilft uns, die Dinge erstmal wahrzunehmen, die um uns herum sind, damit wir überhaupt das Schöne wahrnehmen können. Achtsamkeit hilft uns, unsere Sinne zu schärfen. Hören, schmecken, riechen, sehen, fühlen. Nur durch Achtsamkeit können wir überhaupt mitkriegen, was wir alles haben. Und das ist so der erste Weg natürlich, der Schlüssel dafür, dass wir auch glücklich sein können. Dass wir also ja, sehen können, was wir haben, dafür Dankbarkeit empfinden können, auch wenn es nicht viel ist, dass wir also genügsam sind. Und dann haben wir wahrscheinlich schon ein schönes Leben. Ein anderer Spruch aus Frankreich, der ganz gut zu diesem Gedanken passt, lautet, reich genug ist, wer zufrieden ist. So simpel kann es sein und passenderweise bin ich dazu gerade hier im Hafen von Antibes.
Da gibt es die meisten Yachten, die größten Yachten und vor allem wohl die teuersten Yachten, die hier in Frankreich überwintern. Und ich will den Leuten gar nicht unterstellen, dass sie nicht glücklich wären und dass sie erst eine Yacht brauchen, um Zufriedenheit zu empfinden. Aber die Message ist, man braucht keine Yacht, um glücklich zu sein. Man muss nicht reich sein, um glücklich zu sein. Es gibt eigentlich so viele andere Dinge, die uns glücklich machen. Und das ist vielleicht so eine Sonne. Das sind die Schneealpen, die man im Hintergrund vielleicht auch auf der Cam sieht, vielleicht aber auch nicht. Und es sind vor allem meistens Erlebnisse, zusammen mit anderen Menschen oder eben auch alleine, ganz allein mit sich, die uns glücklich machen. Was macht dich glücklich? Das kannst du an der Stelle ja mal überlegen. Willst du so eine Yacht? Glaubst du, dann ist das Glück auf deiner Seite? Oder gibt es andere Dinge, die bei dir ein gutes Gefühl erzeugen? Ich bin sehr gespannt. Du kannst es ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ja, apropos Luxus. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der gerade in diesem Riesenrad sitzt. Ja, mega. Und zwar seht ihr Antibes hinter mir. Und ich war so verliebt gerade in diese Idee, hier reinzugehen, weil ich das Riesenrad gesehen habe, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, ob ich eigentlich Riesenräder mag oder ob ich ein bisschen aufgeregt jetzt doch bin. Und hui, das war jetzt schon ein bisschen aufregend, als es so gewackelt hat. Schon viele, viele Jahre her, dass ich das letzte Mal auf einem Riesenrad war. Und das war komplett zu. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit hier ein bisschen über Antibes, dass ihr ein bisschen was seht. Ihr hört vielleicht die Weihnachtsmusik, denn es ist gerade 3 Tage vor Heiligabend und ich bin hier an der Côte d'Azur. Ja, was tut man nicht alles für Klicks für seinen YouTube-Kanal? Da setzt man sich auch mal hier so in ein Riesenrad rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen guten und achtsamen Tag. Und lasst euch doch mal ein bisschen von diesen Gedanken inspirieren, was euch glücklich macht, was euch zufrieden macht, wofür ihr eigentlich brennt. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt es gern in die Kommentare. Das freut mich immer sehr. Bye, bye. Grüße.